Herzlich willkommen zurück bei Prison Architect mit mir, dem Goro. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe in der Zwischenzeit einiges zu berichten quasi. Und zwar kommt ja jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit, weil die Folgen... Ich habe einfach so viele Folgen, weil das Spiel mir einfach so unheimlich viel Spaß macht zurzeit, dass ich gesagt habe, Mensch, Goro... Achso, zu wenig Kapital. Mensch, Goro, jetzt bringst du täglich 2 Folgen. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn ihr nicht hinterherkommt, dann ist es kein Problem. Dann schreibt das doch einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, Mensch, Goro, also 2 Folgen, das schaffen wir einfach nicht. Oder ihr sagt, Mensch, Goro, ist das geil und ihr lasst mir nochmal einen Daumen da. Das ist auf jeden Fall der größte Support, den ihr einem Let's Player geben könnt. An dieser Stelle wollte ich nochmal gesagt haben, wenn ihr den Daumen nach oben klatscht, beziehungsweise wenn ihr mal also ein Like da lasst, das zeigt mir, oder das zeigt uns, auch für andere Let's Player, das zeigt einfach, wie gut ihr ein Projekt findet. Und dass ihr einfach noch mehr davon sehen möchtet. Und deswegen ist ein Like das Beste, was ihr einem Let's Player so geben könnt. So, Nummernschilder. Wie sollen wir das denn machen? Das kriegen wir bestimmt noch hin. Überwachungsmonitor und platzieren Sie die Überwachungs... Kameras in ihrem Gefängnis. Kriegen wir schon irgendwie hin. Müssen wir noch so ein Sicherheitsding machen. Irgendwo. So ein Sicherheitsbüro quasi. Wo können wir das am besten hinbauen? Am besten wäre ja hier irgendwo. Das muss doch eigentlich gar nicht so groß sein, ne? So. Und hier kommen nämlich nur die Wachen rein. Mit einer Gefängnistür. So. Machen wir mal kurz auf Party hier. Party hard. Oh, da ist ein Foto. Nehmen wir das Foto mal mit. Haben wir doch schon mal gefunden. So, das hat ja sehr gut funktioniert. Dann müssen wir jetzt nur hier eine Wand reinziehen wieder. Wie sich das gehört. Und dann können wir hier... Was hat mir jetzt gesagt, dass es der Überwachungsraum wird, ne? Büros für ihre Wachen. Ja, müsste ja das hier wieder machen. Büro, Tisch, Stuhl und Aktenschrank. Wie ich das auch immer jetzt hinkriege. Da fehlt Strom im Raum. Legen wir doch einfach mal den Strom dahin. In den Raum. Also, was muss ich da reinklatschen? Ein Bürotisch noch. Der kommt einfach hier hin. Ein Bürotisch, ein Stuhl und ein Aktenschrank. Ein Aktenschrank. Und wie kommt ihr da hin? Dann bekommt ihr jetzt hier einen Überwachungsmonitor, Leute. Da bekommt ihr den hin. Haben wir jetzt hier Abhöranlage und Türkontrollsystem. Eine Abhöranlage finde ich hier schon ziemlich krass. So, warte mal, dann brauchen wir nämlich noch Überwachungskameras. Kriegen wir mal einfach da eine hin. Und wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich da nochmal Kabel verlegen irgendwie, ne? Kabel versteckt. Achso, das Ding ist noch nicht hingebaut. So,
So. Das hat also funktioniert. Kabel verstecken. Achso, ah, dann kann ich das hier in die Wand verstecken. Damit das auch Sinn ergibt. So. Ah, okay. Jetzt haben wir da Überwachungsraum, oder was? Was ist denn hier falsch? Bauen Sie mir Überwachungsmonitore? Wie bescheuert? Inaktiv? Wie soll ich das denn hinkriegen? Wie viele Überwachungsmonitore brauche ich denn? Achso, da hat kein Strom. Wollte ich gerade schon sagen. Machen wir hier entriegeln, damit die da das schneller hinkommen können. Ach ja, und mir wurde noch gesagt, ich muss die Abflüsse regeln. Hat das jetzt funktioniert mit den Kabeln? Achso, da kommen die Jungs rein. Wache zur Bedienung des Monitors benötigt. Kommt hier die Wache? Ja, da kommt die Wache. Sehr gut. Ich denke, das hier ist verbunden. Bauen wir Überwachungsmonitore. Das ist schon mal ganz schlecht. Aber na gut, hier haben wir die Duschen ja nochmal gemacht. Die überschwemmen im Übrigen immer noch, obwohl ich hier Abflüsse habe. Ach ja, ich wollte noch Abflüsse hier bei den Familienzellen machen. Das war nämlich das, was falsch gelaufen ist. Deswegen sehen die teilweise so aus, wie die aussehen. So, da kommen jetzt Abflüsse hin. Das gehen auch unsere Arbeiter alles. Überwachungskameras inaktiv. Wie viele Dinger muss ich denn machen? Machen wir noch eine Abhöranlage hin. Muss ich wahrscheinlich noch eine Überwachungskamera bauen. Hier ist ein Überwachungstisch. Warum auch immer. Jetzt sind ja genug Wachen hier in dem Raum, die dann auf- und zuschließen können. Im Prinzip können wir hier auch nochmal eine Gefängnistür reinbauen. Dann ist da nicht so viel rumgelabert. Dann können die da direkt durchgehen. Müssen nicht mehr außen rumlaufen. Okay, das ist natürlich schlecht, weil das hier ist natürlich nur für Personal. Damit das mal klar ist. Gibt's ja nicht, dass da einfach Leute durchlaufen. Ey, das ist nur für Personal. Aber na gut, wenn ihr da rein durch wollt, geht ihr halt da durch. Was ist denn hier das Problem? Muss ich hier das Kabel hiermit noch verbinden? Das besser? Nein, das ist auch nicht besser. Ich verstehe es nicht. Bauen Sie mehr Überwachungsmonitore? Das kann ja gar nicht sein. Hier rum müssen wir hin. So, ne? Ist das vielleicht das Problem? Stehen die vielleicht falsch?
Ist das hier jetzt das Problem? Oder was? Muss die Kabel wahrscheinlich gar nicht verstecken. Inaktiv, bauen sie mir Überwachungsmonitore. Hä? Das versteht einer. Statuslicht, Druckplatte. Wofür soll das gut sein, das Statuslicht? Hier vorne hinstellen. Keine Ahnung, was ein Statuslicht sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe es versucht mit den Kameras, es hat aber nicht funktioniert. Muss da Strom hin zu dem vielleicht? Kann sein. Dann würden die angezeigt werden, oder? Ja. Immer noch inaktiv. Ein Todesfall. Mal Ruhe im Puff hier. Warum sind ja alle wütend? Geht ja nicht. Besucher müssen wir nochmal machen. Oh, hier ist richtig. Hier ist die Scheiße am Dampfen, Leute. Ich baue jetzt einfach noch eine Überwachungskamera. In der Hoffnung, dass das hier irgendwie mal funktioniert. Die machen es im Verborgenen. Wurde gesagt. Aber was ist das Verborgene, ist die Frage. Da sind jetzt natürlich Wachen drin hier in den Duschen. Das war falsch. In der Dusche ist aber keine Wache drin. Da ist jemand tot immer noch. Ich weiß es nicht, Leute. Ich versuche hier mal möglichst das mit den Kameras. Ich versuche. Signal. Die guckt auch völlig falsch. Die guckt auch völlig falsch. Oh Mann. Die Zelle wird jetzt erstmal durchsucht. Warum auch immer. Nur weil die falsch rumstehen. Warte mal, da ist keine Wache drin und wir sehen trotzdem, was da los ist. Wie kann das denn sein? Habe ich die Kameras falsch aufgehängt? Habe ich die vielleicht wirklich falsch aufgehängt?
Aber warum funktioniert die dann nicht? Die ist auch inaktiv. Die habe ich schon abgerissen. Hier. Kann er das nicht selber machen? Ja. Draußen hören wir erstmal richtig schön ab. Ich verstehe das nicht mit den Kameras. Ich werde mir dann nochmal ein Tutorial angucken müssen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank für die Daumen, die ich bekomme. Vielleicht. Ich hoffe einfach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Sato Go Westmann. Ciao.